ist der Honigmann. Es gibt heute die Honigmann-Nachrichten, Nummer 11, vom 26.01.2012. Berlin. Grünen-Politiker Ströbele fordert Akteneinsicht in Sachen Linke. Überwachung durch den Verfassungsschutz. Im Streit um die Beobachtung von Politikern der Linkspartei durch den Verfassungsschutz verlangen die Grünen nun Akteneinsicht. Ich will mir selbst ein Bild davon machen, ob das alles vertretbar und verhältnismäßig war und ob das Bundesamt für Verfassungsschutz wirklich keine nachrichtendienstlichen Mittel eingesetzt hat, sagte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Hans-Christian Ströbele der Rheinischen Post. Für Ströbele steht auch das Vertrauensverhältnis zwischen Bürgern und Abgeordneten auf dem Spiel. Informanten müssen sich darauf verlassen können, dass sie nicht überwacht werden, wenn sie sich an einen Volksvertreter wenden, betonte der Grünen-Politiker. Wir erinnern an dieser Stelle an die E-Mail, die von der linken Abgeordneten Frau Christine Löchner verfasst und versendet wurde. Ich zitiere Frau Löchner hier nochmal wörtlich. Es mag Sie wirklich überraschen, aber ich bin eine Volksverräterin. Ich liebe und fördere den Volkstod, begrüße Polen und wünsche das erlangte Gebiet und das der Tschechinnen für die verdiente Ruhe vor den Sudetendeutschen. Ich tanze am 8. Mai mit Konfetti durch die Straßen der Städte und danke den Alliierten dafür, dass sie mir den Hintern vor den Nazis gerettet haben. Welchen Nazis? Mit Gleichgesinnten der USA und Juden treffe ich mich darüber hinaus regelmäßig, um mich mit ihnen über Leute wie sie zu amüsieren. Für jeden guten Witz gelangen sogar $50 in eine Spendenbox für den Neubau, Renovierung von Synagogen und jüdischen Zentren in der Republik. Was ja auch das Wichtigste ist, ist ja klar. Nein, ich bin wahrlich nicht hilfreich für den Aufbau Ihres Wohnzimmerreiches und ich habe noch nicht mal ein schlechtes Gewissen dabei. Verlassen Sie sich also nicht auf mich, informieren Sie mich nicht regelmäßig über Ihre Pläne. Sie wissen doch, Spione und Feinde muss man doch ausgrenzen. Fangen Sie am besten mit Ihrer Mailliste an. In diesem Sinne, still not loving Germany. Ich denke, dass Herr Ströbele mit seiner Aktion wohl eher eine präventive Vorsorge betreibt, denn ähnliche Äußerungen hatte es auch schon in der Grünen-Fraktion gegeben. Was anderes haben wir auch nicht erwartet. Brüssel. EU-Staaten können Geld aus dem ESFN auch ohne Zustimmung Deutschlands abrufen. Hat der Deutsche Bundestag dem deutschen ESFN einmal zugestimmt? Kann Deutschland gezwungen werden, Schritt für Schritt die garantierten 190 Milliarden Euro, welche durch die erste Rate fällig werden, real einzuzahlen? Über die Verwendung der Mittel entscheiden anschließend immune, unkündbare Beamte. Kontrolle oder gar Transparenz sind nicht vorgesehen. Die ESM ist ein gigantischer Dispo-Kredit von 5 Billionen Euro, laut einer Studie der USA und beseitigt alle Hürden für notorische Schuldner. Das haben wir auch so erwartet. Bundeskanzlerin Angela Erika Merkel hat Forderungen nach einer Aufstockung des Euro-Rettungsfonds ESFS in Davos zwar eine Absage erteilt, doch versäumte sie natürlich nicht darauf hinzuweisen, dass der ESFS und der ESM zwei verschiedene Paar Schuhe seien. Dadurch würde eine Spirale in Gang gesetzt, in der nach immer höheren Erhöhungen gefragt würde, erklärte sie zur Eröffnung des Weltwirtschaftsforums im schweizerischen Davos. Wenn die Zusagen am Ende nicht eingehalten werden können, hätte Europa eine offene Flanke. Die Forderung nach einer Aufstockung des dauernden Euro-Rettungsschirms ESM war unter anderem von der Chefin der Internationalen Währungsfonds Lagarde erhoben worden. Das Kasperle-Theater, welches hier gespielt wird, ist sehr schnell zu durchschauen. Da hilft auch die geschliffenste Rhetorik nichts. Die Fakten sprechen eine ganz glasklare Sprache. Wir dürfen zahlen und da wir nicht zahlen können, werden wir uns in das zionistische Finanzsystem verpfändet. Das gehört zum Morgentauplan. Jordanien. Israelis und Palästinenser brechen Gespräche ab. So meldet das Handelsblatt. Doch keine Bewegung in Nahost, neue Friedensverhandlungen sind abgebrochen, bevor sie überhaupt angefangen haben.
Das sagen jedenfalls die Palästinenser. Israelische Vertreter argumentieren dagegen. Eine Serie von Vorgesprächen über eine mögliche Wiederaufnahme von Friedensverhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern ist ergebnislos beendet worden. Es werden keine weiteren Treffen geben, sagte ein hochrangiger palästinensischer Vertreter am Mittwoch nach dem fünften Gespräch in Jordanien. Israel habe sich nicht einen Schritt bewegt. Im Gegenteil, wenn wir in den gestrigen Nachrichten berichteten, hatte Israel am Mittwoch wieder einen Luftangriff auf die palästinensische Zivilbevölkerung verübt. Auch da hatten wir leider nichts anderes erwartet. Teheran. Als Reaktion auf das EU-Embargo will der Iran Europa den Ölhahn zudrehen. Die iranische Regierung macht offenbar ernst. Noch an diesem Wochenende will sie dem Parlament einen Gesetzentwurf vorlegen, der einen sofortigen Stopp der Öllieferungen nach Europa vorsieht. Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf die staatliche iranische Nachrichtenagentur MEA. Zuvor hatte die Regierung in Teheran bereits mit einem solchen Schritt gedroht. Wenn der Entwurf angenommen wird, wird die Regierung ihre Ölverkäufe nach Europa stoppen müssen, bevor die EU das Ölembargo gegen den Iran startet. Sie zitiert die britische Zeitung Financial Times, dem Sprecher der Energiekommission des Teheraner Parlaments, Emad Hosseini. Bis Sonntag sollte das Gesetz im Parlament sein. Doch vorher warnte gestern der Internationale Währungsfonds, der IWF, vor steigenden Ölpreisen. Nur darum geht es. Ein Stopp iranischer Ölexporte könnte den Preis nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds IWF um 20-30% nach oben fahren. Finanztransaktionen, wie sie die USA verhängen, seien gleichbedeutend mit dem am Montag erlassenen Einfuhrverbot der Europäischen Union, hieß es am Mittwoch in einem IWF-Bericht an die G20. Dadurch würde der fünftgrößte Ölproduzent der Welt pro Tag rund 1,5 Millionen Barrel weniger ausführen können. Ein gutes Zusammenspiel der selbsternannten Weltelite, kann man nur dazu sagen. Sie wollen das Armageddon, also einen nuklearen Krieg, mit allen Mitteln herbeiführen, doch nicht nur das. Sie wollen vorher natürlich noch einmal kräftig verdienen, dann zahlen werden wir die Zeche natürlich, und zwar an der Zapfsäule und beim Lebensmitteleinkauf. Zum Schluss möchte ich an dieser Stelle zwei aussagekräftige Kommentare auf die gestrigen Nachrichten verlesen. Der Kommentator Tag X schrieb: Die Widerstandsbewegung fing damals an, von sich reden zu machen und reizte mich ungefähr in dem Augenblick, da ich meine patriotische Gesinnung entdeckte. Sie lächeln? Sehr zu Unrecht. Ich machte eine Entdeckung in der Untergrundbahn und in den Gängen der Station Charlotte. Ein Hund hatte sich in das Labyrinth verirrt. Er war groß und struppig, hatte ein geknicktes Ohr und lustige Augen. Er sträuchte umher und beschnupperte die Waden, die da vorbeigingen. Ich liebe Hunde seit eh und je mit treuer Zärtlichkeit. Ich liebe sie, weil sie immer verzeihen. Sie lockte ich auch in diesen, und er, sicherlich von mir angetan, blieb mit begeistertem Schwanzwedeln unweit vor mir stehen. In dem Moment überholte mich ein junger, schneidiger deutscher Soldat. Im Vorbeigehen kraulte er dem Hund den Kopf. Ohne Zögern schloss das Tier sich gleich mit ihm unveränderter Begeisterung an und verschwand mit ihm. Meine zornige Enttäuschung und die Art Wut, die ich auf den deutschen Soldaten hatte, zwang mich wohl oder übel zu der Feststellung, dass ich als Patriot empfand. Wäre der Hund einem französischen Zivilisten gefolgt, hätte ich keinen Gedanken darüber verschwendet. Wenn ich mir dieses nette Tier hingegen als Maskottchen eines deutschen Regiments vorstelle, sah ich rot. So schrieb Albert Camus in seinem Roman Der Fall. Nach manchem Gespräch mit einem Menschen hat man das Verlangen, einen Hund zu streicheln, einen Affen zuzunicken und vor einem Elefanten den Hut zu ziehen. Der Kommentator Enrico P. schrieb auf die Anregung eines anderen, dass wir zu viele Themen in den Nachrichten ansprechen würden, Folgendes. Alle angeführten und angesprochenen Themenprobleme gehören nun mal zusammen ins Getriebe.
Wenn du nur mit dreien klarkommst oder nur drei verarbeiten kannst, dann fahr weiter im Schlafwagenabteil. Wir haben keine Zeit mehr, um jedem Einzelnen den Morgenbrei ans Bett zu bringen. Nicht falsch verstehen, aber die Zeit läuft uns gerade davon und sie ist zurzeit gegen uns, wenn wir nicht im Nonstop die Menschen informieren. Er hat wohl recht. Ich habe noch einen kurzen Nachtrag gerade bekommen. Es läuft im Moment der Prozess gegen Obama in Amerika, live aus dem Gerichtssaal, hatten wir erfahren, dass einer der 27 Sozialversicherungsnummern, die Herr Obama benutzt und die ihm zur Verfügung stehen und ihm somit gehören, jemandem anderen gehört haben, der 1890 schon geboren war. Noch Fragen? Danke, nein. Das war's mal wieder für heute, meine Damen und Herren. Wir sehen uns wieder. Euer Honigmann. Tschüss.